Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich wünsche euch frohe Weihnachten. Erstmal ist jetzt hier schon der erste Weihnachtstag, Feiertag, erster Weihnachtstag, keine Ahnung wie das heißt. Und es liegt ja seit dem 24. seit 0 Uhr. Also bei mir hat es angefangen um 0.10 Uhr plötzlich zu schneien. Ich war in der Lobby, also ich bin jetzt der Lobby frisch beigetreten, bin auf die Straße gefahren und plötzlich, boom, die Straße war weiß. Und ja, jetzt habe ich hier Schnee. Also wir haben jetzt hier Schnee in Los Santos, in ganz Los Santos und natürlich auch in ganz Blaine County. Und ich wollte heute einfach mal diesen Schnee zeigen für die Leute, die noch nie das gesehen haben oder vielleicht gar keine Zeit haben, in den Feiertagen diesen Schnee zu erleben. Der Schnee von Rockstar Games heißt nichts anderes, also dass alles erstmal weiß ist, klar. Das Gras ist nicht mehr als Gras zu erkennen und die Blumen sind ebenfalls alle weiß. Außer hier vielleicht mal ein paar Grasbüschel, die sind vielleicht noch ein bisschen grün. Das ist eigentlich keine dicke Schneedecke, die hier über Los Santos liegt, sondern eher ein, ich würde mal sagen, eine Farbschicht. Das trifft es viel, viel eher, als dass jetzt hier man sagen kann, dass es jetzt hier 1 cm Schnee. Ich kann euch das einfach mal zeigen, wie das jetzt in der Nahaufnahme aussieht. So sieht dieser ganze Schnee aus. Und auch wenn ihr auf dem Mount Chiliad seid, ist die Schneeschicht immer noch gleich. Ist eigentlich nur eine Schicht. Eine weiße Schicht, die auch teilweise über Blumen liegt und über Grasbüschel. Die Straßen sind hier natürlich ein bisschen glatter. Wir können das jetzt nochmal ein bisschen zeigen. Aber es ist eine wunderbare Atmosphäre hier in Los Santos. Das muss man wirklich sagen. Es ist richtig schön gemacht. Achtung! Moin, moin! Und ja, so sieht das hier alles aus. Und wie schon gesagt, die ganzen Straßen, die sind wirklich glatt. Achtung! Hier ist auf jeden Fall glatt. Das ist immer das Wichtigste. Ihr seht ja auch, wie die Reifen hier durchdrehen und auf dem Kreuz liegt. Warte mal, wo ist? Auf irgendeiner Taste. Ja, das hier so, dann Kreuz links. Und dann könnt ihr natürlich auch hier. Ihr könnt natürlich den Schneeball nehmen und dann den Schneeball werfen. Wie man das jetzt genau macht, weiß ich gerade nicht. Ach ja, so, genau. Ja, Rockstar Games hat uns natürlich auch noch was anderes geschenkt. Eine Feuerwerk-Abschussrakete. Das ist eigentlich nichts anderes als ja eine Feuerwerksrakete. Und man könnte natürlich jetzt hingehen und also wenn Silvester ist, und man könnte so eine Rakete hochsteigen lassen. Das würde ich euch aber gar nicht so empfehlen, weil ich würde euch lieber empfehlen, dann Real Life wirklich rauszugehen und nicht irgendwie mit euren Freunden jetzt dahin zu gehen und eine Rakete loszulassen, weil es doch schöner wäre, mit der Familie Silvester zu feiern, als auf der PS4 zu hocken und dann die Rakete hochzujagen. Müsst ihr natürlich nicht. Naja, ich lasse auf jeden Fall auch Raketen steigen, ist ja schon mal ganz klar. Ich bin wieder der Feuerwerksmann. Feuerwerks-Dingsbums. Ja, das gab's. Rockstar Games hat uns, glaube ich, auch noch Handgranaten geschenkt oder irgendwas. Ja, diese Bomben, diese Annäherungsmine, diese Haftbombe, für das habe ich nichts bezahlt. Das gab's alles kostenlos. Ich bin heute in die Lobby reingekommen und da stand, Rockstar Games hat uns das geschenkt. Vielen Dank, Rockstar Games, für diese, ja, tolle Sache. Der Schnee schmilzt übrigens nicht, auch wenn ich jetzt ihn hier
wenn ich jetzt hier so Wärme erzeuge, die Schneeschicht bleibt. Oder? Ja. Auf jeden Fall, die Schneeschicht bleibt und was hat Rockstar Games uns noch so geschenkt? Ja. Annäherungsmine? Ist ne... Oh! Fuck! Alter! Egal! Das war auf jeden Fall das kleine Schneetutorial. Ihr habt gesehen, das ist der Schnee, so sieht er aus. Und ja. Jetzt wisst ihr es. Nichts Besonderes. Und die Spuren? Ja. Meine Spuren bleiben im Schnee liegen. Ist eine tolle Atmosphäre hier. Los Santos ist komplett anders. Und es ist total ruhig. Und man ist wirklich in dieser Schneelandschaft gefangen. Und man denkt wirklich, man wäre hier irgendwo, keine Ahnung, mitten in der Schneelandschaft. Es ist schon schön. Man könnte jetzt einfach hier ein bisschen rumlaufen. Das macht echt Spaß. Schön die Ruhe genießen, die man ja sonst hier nicht hat. Toll. Haut rein. Ciao. Bis dann. Euer 2Gamescom auf der Sony PlayStation 4.